Heute ganz im Rahmen Lebe deine Liebe. Sie haben uns aber auch sehr viel Problematisches erzählt. Es gibt noch sehr viel Aufholbedarf. Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, wo Menschen, homosexuelle Menschen, Transgender-Menschen noch diskriminiert werden, beispielsweise im öffentlichen Raum? Ja, die Diskriminierung ist leider Gottes eine umfassende. Sie beginnt oft in der Familie, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum. Und im öffentlichen Raum ist es so, dass sich 60% der homosexuellen Menschen nicht trauen, mit ihrem Partner, ihrer Partnerin Händchen haltend zu gehen. Einfach aus Angst, beleidigt, zusammengeschlagen, beschimpft zu werden. Jetzt sind das natürlich sehr problematische Zahlen. Man gibt sich ja sehr aufgeklärt. Was sind vielleicht auch die Erfahrungsberichte, die Sie so mitbekommen haben? Österreich gilt ja eher als LGBTQ-freundliches Land. Ist es trotzdem noch so, dass viele Menschen Angst haben? Ja, es ist tatsächlich so, dass es europaweit, Österreich liegt hier sehr im europäischen Durchschnitt leider nur, viele Menschen gibt, die sich mit dem Erstarken der homosexuellen Bewegung, mit dem zunehmenden Selbstbewusstsein, mit dem sich LGBTIQ-Personen auch zeigen, nicht einverstanden sind und hier meinen, diskriminieren, beschimpfen und ausgrenzen zu müssen. Und hier setzt die Stadt Wien unter anderem mit der Kampagne Lebe deine Liebe ein ganz klares Zeichen, dass die Stadt Wien die Regenbogenhauptstadt Österreichs ist und hier alle Menschen, unabhängig ihrer sexuellen Orientierung, frei und gewaltfrei leben können. Wenn man sich mit Teilnehmern der Parade, die jetzt bald auch wieder stattfindet, unterhält, dann sagen viele, es ist für sie ein bisschen wie ein Befreiungsschlag, zu zeigen, wer man ist, ganz offen dazu zu stehen. Was sind da Ihre Erfahrungen dazu und denken Sie, dass Aktionen wie diese heute, Lebe deine Liebe, wirklich dazu beitragen, was zu ändern? Natürlich, so Aktionen machen Mut und zeigen die Unterstützung der Stadt. Ganz offiziell der Stadt Wien, der Politik dieser Stadt. Wir wissen aber auch aus aktuellen eigenen Studien, dass nur 48% der gleichgeschlechtlich liebenden Menschen in Wien am Arbeitsplatz out sind. Und wenn man schaut, wer bei seinem Chef, bei seiner Chefin geoutet ist, sind sogar nur mehr 11%. Das heißt, mit dieser Kampagne Mut zu machen, sich nicht länger zu verstecken, seine Liebe offen zu leben, das ist ein Gebot der Stunde. Ganz neu gibt es ja jetzt auch die Aufhebung rund um die Blutspenden. Da durften ja auch Menschen, die homosexuell sind, beispielsweise nicht daran teilnehmen. Wie erleichtert sind Sie, dass da jetzt ein wichtiger Schritt getan wurde? Ja, ich bin sehr erleichtert. Ich war auch als Experte bei der Risikoabschätzung des Bundesministeriums für Gesundheit mit dabei. Und was ich dort immer eingebracht habe, ist, ein Virus kennt keine Moral. Um das zu bringen, was Rosa von Braunheim schon in den 70er Jahren gesagt hat. Das heißt, einem Virus ist die sexuelle Orientierung eines Menschen, seine Identität völlig egal. Es geht nur um das Verhalten. Und deswegen war es die einzig richtige Entscheidung, auch die Blutspenderegelungen an das Verhalten der Menschen und nicht an ihre Identität zu knüpfen. Eine kurze Nachfrage an der Stelle. Warum, glauben Sie, gab es das überhaupt und warum hat es so lange gedauert, das endlich aufzuheben? Ja, Vorurteile sind hartnäckig in vielen Köpfen, leider auch in vielen ExpertInnen-Köpfen. Umso froher bin ich, dass es hier mittlerweile eine sehr breite Mehrheit gegeben hat und dass das Gesundheitsministerium dieser lang erhobenen Forderung der Communities endlich, muss man sagen, aber endlich doch gefolgt ist.